Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Und ja, ich habe das Spiel gerade bekommen, ein Unboxing gemacht und gehe jetzt auch gleichzeitig live damit. Also, falls ihr den Livestream verpasst habt, ich werde das Ganze aufnehmen in Form eines Let's Plays und meinen 20-Minuten-Rhythmus, wie ich das immer mache. Und zwischendurch dann mal auch eine 5-Minuten-Pause. Und natürlich schaue ich auch bei Twitch nebenbei noch drauf, ob mir jemand schreibt. Falls mir jemand schreibt, werde ich natürlich zwischenzeitlich darauf antworten, beziehungsweise natürlich die Frage auch vorlesen dann. Und wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es gerade schon einmal kurz angestartet, weil ich meinen Code einlösen wollte für die chemische Revolution, einem extra, was auch immer. Ubisoft natürlich. Nee, eine extra Mission für den Singleplayer. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze hier wird. Natürlich, wie immer, von historischen Ereignissen und Charakteren inspiriert. Aber soll natürlich niemanden auf den Sack gehen mit ihrer Meinung. Deswegen multikulturelles Team. Und ja, ne, ihr wisst ja, wie das Ganze abläuft. Mittlerweile beim 7. Teil von Assassin's Creed. Assassin's Creed Rogue habe ich mir noch nicht geholt. Ich warte, bis es ein wenig runtergesetzt ist. Und dann werde ich mir das auch noch holen und durchspielen, natürlich. Denke aber, dass wir mit Unity soweit ganz gut zu tun haben. Und ja, schauen wir uns doch mal das Intro an. Bis gleich. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Developed by Abstergo Entertainment natürlich. Kennen wir ja bereits aus Black Flag. Und ja, wir schauen mal. So sieht das Ganze hier am Anfang aus. Also irgendwie haben wir da noch nicht so wirklich irgendwelche Möglichkeiten. Wir Jacques machen die Dumoulin, der Tragödie des letzte der Helden hat Jacques einen de Molay. Tempelritter. Und ja, starten wir einfach mal und schauen mal, was wir so erleben werden. Wie gesagt, ein Menü bis jetzt im klassischen Sinne habe ich noch nicht gesehen. Ich hoffe mal, dass das noch kommt. Ansonsten müssen wir halt mal schauen, wie es so wird. Und ich hoffe nicht, ich hoffe, der Stream laggt nicht allzu sehr. Das wäre sehr schade. Aber ansonsten, nee, bei mir sieht das gut aus. Ich habe volles Upload-Potenzial ausgenutzt gerade, weil ich nebenbei noch das Unboxing-Video, das ich gerade fertig gemacht habe, auch noch hochlade. Und ja, wo sind wir? Paris, natürlich. Wo denn sonst? 13. Oktober 1307. Das ist gar nicht so lange nach Ezio, oder? Ne, ist doch mal so. Wer ist da? Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. So. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Ich
König Philipp geht schneller vor als erwartet. Es sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Ja. So, aber bevor wir jetzt da großartig an... hier haben wir auch Auktionen übrigens. Wollte ich mal gerade in der Audio-Auktion die Musik ausmachen, sonst gibt das hinterher wieder Ärger. Ich weiß, die Musik ist schon awesome und so weiter und so fort, aber Assassinen sind älter als Masyaf. Bevor ich da Ärger bekomme mit dem Uploaden, machen wir doch lieber die Musik aus. Schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht, doch seid ihr euch retten gelohnt. Geht zum Turm, nehmt Schwert und Buch, versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Okay. Lauf. Wir wollen... Stopp die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Ein offenes Fenster! Das kommt uns doch wie gerufen. Ich meine, wir sind zwar gerade Templer, aber... soll mir auch egal sein. Hallo? Ja, geht auch. Ja, schön hier. Okay. Da, Leiter. Leiter klingt gut. Leiter klingt so, als könnte man da hoch. Schon besser aus. Ja, das ist doch noch relativ gewohnt. So. Der Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Wow. Ja, ich bin tatsächlich online. Das ist ja sehr interessant. Ach, komm schon. Ja. Tod allen Feinden der Freiheit! Haben wir ihn? Was? Nein! Ah! Wir wurden geblendet. Normalerweise kommt dieser weiße Bildschirm doch, wenn man jemanden getötet hat. Oh Mann. Naja, weit kann er nicht mehr fliehen. Wohoho. So viel zum Thema Artefakte. Interessant. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wer wir sind. Wir sind offensichtlich irgendeiner der Templer. Wir haben jetzt ein Buch und ein Schwert, das offensichtlich von den Vorfahren geschmiedet wurde.
Der Kodex des wissenden oder allwissenden Vaters. Und das Schwert. So, so. Gut, wir wissen jetzt, wo Schwert und Buch sind. So, so, also ein Assassine. Na gut, na gut. 7 Jahre später. Eine Hexenverbrennung. Nein, eine Templerverbrennung. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! So, so, 13 Generationen. Ja, das kommt doch ungefähr mit 1789 hin, oder? Das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Ich war gar nicht sicher. Einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mache ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Entscheidungsmöglichkeiten. Na, ob das gut geht, ich weiß ja nicht. Ich sage nur Wolfenstein. Wo die einzige Entscheidungsmöglichkeit in der Story überhaupt. Die Frage war, wen man rettet. Und es hatte einfach gar keinen Einfluss auf die Story. Da hat Bethesda schon andere gute Sachen gemacht. Ich sage nur Skyrim. Da hat mir das sehr gut gefallen, das mit den Fraktionen und so weiter. Sofort. Aber wir laden. Wir haben einen sehr langen Ladebildschirm offensichtlich. Ich hoffe mal, dass das hier in Ordnung ist. Weil irgendwas funktioniert da gerade nicht. Arnaud,